und herzlich willkommen zu Deponia. Willkommen im Chaos. Ja, danke schön. Ja, also, das Spiel ist nicht so beliebt, habe ich gehört. Ich habe es bei Libro um 50 Cent gekauft. Wer es kennt, Whispered World. Das ist das coolste Spiel, das ich kenne. Und das da ist, glaube ich, vom selben Hersteller und es ist genauso cool fast. Ich fange nochmal von vorne an. Ich habe fast noch nichts gespielt. Ich nehme das. Das hatte ich auch vorhin. Ja. Okay. Ist das nicht was? Nein, der Stotterpreis von meiner Kutter. Du musst mir helfen, sie zu reparieren. Du siehst aber... Okay. Also, ich habe das mir auch nicht durchgelesen, weil... So schnell, ich krieg das eh nicht gescheit hin, also. Ich kenne mich aber aus, das ist nichts Wichtiges, also finde ich. So, da, also ich habe hier. Jung. Okay, also ich werde das jetzt hier einfach überspringen. Total, wirklich überspringen, ja. Okay. Ich mach mal den Ton. Oh. Ja, das ist jetzt blöd. Moment. Ich mach mal lauter. Das vom Himmel gefallen war. Und nur einer war bereit, sie zu. Ja, es hängt doch ziemlich. Das war aber auch vorhin. Nein! Okay, ich bin so. Ja. Aber sie hatten die Rechnung ohne den einen gemeint. Na, jetzt wird es ein bisschen lustig. Er vertauschte die Datasetten. Und gab Goal die Erinnerung zurück, damit sie die Wahrheit nach Elysium tragen konnte. Der Name dieses einen Mannes, dieses selbstlosen Helden, war Rufus. Der sind wir. War das etwa die komplette Geschichte? Der erste Teil. Ich glaube, es wird eine Trilogie. Klingt irgendwie unwahrscheinlich. Unwahrscheinlich lässt sich, ja. Aber wenn das wirklich alles so passiert ist, müsste ich dann nicht mit Cletus auf dem Weg nach Elysium sein. Also was machst du hier? Wo ist Cletus? Warum kann ich mich an nichts erinnern? Und ebenfalls nicht ganz unwichtig. Warum steckt ein brennendes Sägeblatt in der Bordwand? Ach so, auch das. Dazu wollte ich gerade kommen. Also. Ja, tut mir leid. Ich muss kurz was machen. Ja, ey, das hat bei mir auch gehangen vorhin. Moment.
Okay. Hier weiß ich jetzt schon, was man machen muss. Gut, ja, also ich brauche jetzt den Hammer. Der. So. Geht's los? Okay, also hier. Werkzeugkiste. Dann nehme ich mir jetzt den. Und jetzt sagt sie. Okay. Und jetzt? Ja, ja, ich bin schon hier. So. Ich nehme jetzt den Hammer und. Und. Wo ich das? Jetzt gehe ich hier rein und. Oh, ich muss den Vogel hier rauskriegen. Gut, jetzt brauche ich den Stromumkehrer und gebe ihn da rein. So ist es ja auch. Als hätte man bei ihm einen Stromumkehrer eingebaut. Ich nehme jetzt schon mal den Hammer. Und. Pfiuh. Er holt doch nur den Hammer. Wie viel Schaden kann er dabei schon an? Achso, nicht. Ah, na, nicht so schlimm. Also jetzt brauche ich. Jetzt muss ich hier irgendwas mit der Spülung. Ja, jetzt kommt da das Wasser oben. Nee, der Vogel ertränken. Spülknopf und jetzt kommt das Wasser. Gut, dann brauche ich jetzt noch das Handtuch und. Du hast mich fast überzeugt. Aber eine Sache muss ich noch loswerden. Hier, er verstopft mit dem Münzerkleiderer. Die Schneiden sind so scharf. Andauernd verfallen sich Sachen machen. So, und? Ach, Oma, du hast vielleicht Sorgen. Ich drücke jetzt mal diesen Knopf da, was kann der? Versprichst, dass er vorsichtig ist, ist alles gut. Hauptsache, meinem Opfipieps passiert nichts. Versprochen. Jetzt haben wir hier ein nasses Handtuch. Ja. Super. Ich muss das Handtuch werfen. Nee, Handtuch werfen. Okay. Ah, jetzt kann ich damit das Feuer löschen. Na holla, da ist ja das gute Stück. Hast du ihn endlich gefunden? So. Das hat aber nicht auf ihn ab. Bozo wartet bestimmt schon. Entspann. Es brennt ja. Oh, genau. Genau. Riechst du hier auch etwas angebrannt? Oder was riecht dir denn so komisch? Hä? Was riecht hier eigentlich so seltsam? Ha, yeah. Boom. Rufus, hast du komplett den Verstand verloren? Okay. Na, selbst noch was? Okay, also.
jetzt passiert hier leider das. Ich werde hier drauf drücken. Und er wird bumm. Und, oh Kacke, wieso hängt denn das so? Also es hängt bei mir, Vorsicht. Bumm. Oh, da ist er jetzt. Was musste ich? Ach so, ja, genau. Ich muss hier, damit die und das Messer fangen. Jetzt muss ich damit den Feuerwerkskörper aufschneiden und damit. Ja. Gibt's bestimmt eine interessante Kettenreaktion, die am Ausgang sich schwer. Er macht's doch, oder? Ja, er macht's. Das war der erste Teil von diesem Spiel von Deponia. Ja, also ich finde Deponia ein echt geiles Spiel und dann gibt's wahrscheinlich oben rechts oder weiß nicht wo den Teil 2 von Deponia. Also, tschüss!